Moin und willkommen zurück zu Dirt 4. Ich habe mich noch ein bisschen umgesehen und zwar in den Anlagen können wir ja jetzt noch ein bisschen neue Sachen holen. Und zwar hier Sponsorenunterstützung. Für 40.000 können wir uns einen neuen Sponsorenplatz zulegen. Dann haben wir einen Platz mehr für Sponsoren. Und hier Werkzeugkasten. Das bringt wohl auch noch was. Dann geht das Reparieren wohl besser. Das wollte ich noch aktivieren. Das habe ich damit getan. Und den Rest lasse ich erstmal so, wie er ist. Und dann können wir uns noch einen Sponsor holen. Im Moment, es dauert ein bisschen, bis es geladen ist. Dann können wir uns einen neuen Sponsor. Dann haben wir ja 4 Sponsoren, ne? Sponsoren, wie auch immer. So, da wären wir. Und jetzt gehen wir auf Sponsoren und nehmen noch einen 4. Sponsor dazu. Einen, der gut zahlt. Zum Beispiel Tools. Oder Repco. What an Auto Store ought to be. Okay. So, angenommen. Jetzt haben wir 4 Sponsoren. Sponsoren, wie auch immer. So. Und Xtreme RX läuft am schnellsten wieder aus. Gut, damit hätten wir das erledigt. Und ansonsten schauen wir noch kurz in die Mitarbeiter rein, weil ich noch mal schauen will, wann die denn auslaufen. Die Mitarbeiter, die sind undicht. Ist noch Zeit. Gut. Das wollte ich nur wissen. Und dann machen wir jetzt das nächste Event. Was bleibt denn noch aus? Was wir hier von denen noch nicht gemacht haben? Na gut, da haben wir das Auto nicht für. Ob wir das Auto noch kaufen können, was wir dafür brauchen? Welches brauchen wir denn? Ha, wenn ich mir den jetzt kaufen kann, ich weiß nicht, ob das Geld reicht, dann könnte es interessant werden. Moment. Ich schau mal, ob wir uns den vielleicht gebraucht kaufen können. Fahrzeuge. Kleinanzeigen. Gehen wir mal hier drauf. Den können wir uns kaufen. Ha! Den Subaru WRX STI Nummer 4 oder NR4, wie auch immer. Das Besondere ist, manuelles Fünfganggetriebe. Da steht nichts von sequenziell. Das heißt, wenn wir mit dem fahren, werde ich vorher das Schalten umschalten, dass wir mit dem hier schalten und mit der Kupplung und so. Das könnte interessant werden. Kaufen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich den gekauft. Wollen wir auch demnächst mal die Garage ausbauen. Sonst kriegen wir Probleme. Und zwar, Optionen und Extras, Spieleinstellungen, Schwierigkeitseinstellungen. Manuell, sequenziell wird zum manuelle Haarschaltung mit Kupplung anwenden. Denn dieses Auto hat eine manuelle Haarschaltung. So wie ich das verstanden habe, oder? Es war keine sequenzielle, also nur eine normale Haarschaltung. Das heißt, wir gehen jetzt auf Karriere. Und zwar auf diese Rallye, wo wir jetzt das Auto dafür haben. Und dann fahren wir 4 Strecken jetzt mit Schaltknüppel und Kupplungspedal. Das könnte spannend werden. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich weiß es noch nicht. Oha. Habe ich jetzt auch nicht unmittelbar vorher geübt. Bin mal gespannt, wie das laufen wird. Bin äußerst gespannt. Ich glaube, das Mikrofon ist falsch eingestellt. Ha? Ich weiß nicht, ob das jetzt in den letzten Folgen irgendwelche Probleme gegeben hat mit dem Ton. Ich hoffe nicht. Das sehe ich jetzt erst. So 15 Meter Höhenunterschied oder wie habe ich das gesehen? 4,31 Kilometer oder so. Aber ich bin ganz gespannt, wie sich das Auto steuert. So, wir haben viele Ziele, die wir erreichen können. Schließe das Event mit 7 Sekunden oder weniger zusammengesammelter Strafzeit ab. Okay. Fahrzeugbergung. Weniger als 2 Fahrzeugbergungen. Saubere Wertungsprüfung. Schließe das Event mindestens eine saubere Wertungsprüfung ab. Schnellste Zwischenzeiten. Erreiche 4-mal die schnellste Zwischenzeit im Event. Weiß ich noch nicht. Bin mal gespannt, wie schnell ich damit bin, wenn ich alles selbst machen muss. Also, wenn ich so schalten muss. So. Und ich würde sagen, ich kann mal eine Testfahrt machen. Das kann ich zur Abwechslung mal machen an der Stelle. 5, 4, 3, 2, 1, los! Vor allem, warum ist die Sicht so eingestellt eben? Da wollte ich gerade schon wieder mit Wippen schalten. Achtung, links 3 verlinkt sich. In rechts 4 macht auf lang. 80 durch Senke. Na, verschaltet. Geht ja gut los. Jetzt bin ich ganz falsch im Gang. Nicht schneiden, in rechts 3.
Links 4, Lichtstein 60, rechts 3. Okay, war, 60, war der Rang war eigentlich schon in Ordnung. Rechts 2, Lichtstein. Ich sollte vielleicht erstmal aufhören, mit dem linken Fuß zu bremsen. Das kann man eigentlich machen, das mache ich auch gerade. Ah, ich bin so blöd, ey. Ich muss erstmal mit dem linken Fuß, also man kann es eigentlich schon machen, dass man mit dem linken Fuß bremst, wenn man nicht runterschalten muss. Das kann man eigentlich machen. Aber ich sollte das jetzt erstmal unterlassen und mit dem rechten Fuß hin und her wechseln. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ich denke mal, ich muss einmal drin haben, dass ich das machen muss und dann geht das eigentlich. So. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links 5, links 3. Ja, gut. Links 3. In links 2. Achtung, links 3 verengt sich. In rechts 4, macht auf lang. Boah. 80 durch Senke. Links 5. Boah. Ich bin so mit dem Auto beschäftigt, ich kann mich gar nicht mit der Strecke beschäftigen. Lichtstein in rechts 3. In links 4, Lichtstein 60, rechts 3, 60, Lichtstein, rechts 2, Lichtstein. Ich bleibe einfach am zweiten, so. In Kuppe rechts 3. In links 2. Vorsicht, rechts 2. Ich glaube nicht, dass ich sonderlich schnell bin, ich habe ja jetzt gar nicht geschaltet. Das muss irgendwie hinhauen. Kann ich ja jetzt nicht viel ändern. Muss irgendwie hinhauen. Es muss irgendwie klappen. Und ich werde so fahren. Weil das gehört sich so. Keine großen Bedenken vom Marshall. So. Aber gibt große Bedenken von mir. Erstmal den Gang wieder richtig reinmachen, den wir brauchen. So. 5, 4, 3, 2. 1, los, links 5, links 3, in Kuppe rechts 3. Ah, jetzt habe ich den Gang rausgenommen, ich Depp. Achtung, links 3 verengt sich. In rechts 4, macht auf, lang. 80 durch Senke. Links 5, nicht schneiden. Links 4, macht zu, nicht schneiden, in rechts 3. In links 4, Lichtstein 60, rechts 3, 60, Lichtstein, rechts 2, Lichtstein. Links 3, Lichtstein, in Kuppe rechts 3. In links 2, Vorsicht, rechts 2. In links 3, Kuppe. In rechts 4, Senke. Welle. 100 durch Senke. In Kuppe, Gleitsprung 80. Links 62. Links 3. Nein, komm, bremst doch. Okay, ja, ich wollte gerade sequenziell runterschalten. Das bringt nicht viel. Moment, Rückwärtsgang. Hoch. Komm, du bist Allrad. Dankeschön. Welle. 100 durch Senke. Ich muss einfach daran gewöhnen, damit zu fahren, dann geht's auch. 80, Senke. Kuppe. 100 durch Senke. Kuppe. Gleitsprung. Senke. Achtung. Links 3. Verengt sich. Oh, wie soll man denn da runterbremsen? 80 durch Senke. Also. Wie soll ich denn da. Ja, gut. 80 durch Senke. Da hatte ich auch noch einen Rückwärtsgang drin. Links 5. Nicht schneiden. Vielleicht bin ich auch zu sehr vom Schalten abgelenkt gewesen, aber ich meine, er hätte es auch recht spät angesagt, kann das sein? Jetzt war Blödsinn. So. Ich kann mich an die Kurve gar nicht erinnern. Hallo?
Also meine Mutter wieder anmachen. Okay, wir werden wohl letzter werden, aber dafür lerne ich jetzt mit der Kupplung, mit H-Schaltung und so zu schalten. Also, ich meine, unter Druck. Ich meine, normalerweise kriege ich es auch hin. Ich habe ja auch einen echten Führerschein. Aber wenn man schnell sein will, ist das nochmal was anderes. Ah. Links 65. Mittig halten, überholen. Bis Ziel. Okay, bring es zum Marsch. Gut. Ziel ist hier für mich erstmal in keine Platzierung. Wie bremst der denn? Bin ich blöd? Dass wir keine gute Platzierung erreicht haben. Das können wir besser. Oder trete ich einfach nur... Entweder der bremst schlecht oder ich trete viel zu wenig aufs Gas. Auf die Bremse meine ich natürlich. Okay. Ziel ist es, zu überleben. Mit der Schaltung. Muss ich mich halt noch dran gewöhnen. Vielleicht übe ich ja heimlich, weiß ich noch nicht. Aber ja. Ja, ich werde mir das nochmal anschauen. Also 4,35 Kilometer, 10 Meter haben wir jetzt. Bukarumbi Farm oder so. Rumbi, keine Ahnung. Oder irgendwas auf Aborigine-Sprache, auf einer davon. Ich meine, Australien gibt es viele Sprachen. Egal. Ja, okay, eins. Das eine haben wir schon mal nicht geschafft. Und die Bergung auch nicht. Toll. Ich glaube, wir werden gar nichts davon erreichen. Ja, na toll. Das Auto ist trotz des Aussehens in gutem Zustand. Okay. Dafür lerne ich hoffentlich fahren. So. 5, 4, 3, 2, 1, Luft. 110 durch Senkung. Links halten, über Gruppe. Ah, ich glaube, ich hätte auch viel höher drehen können beim letzten Mal. Ich lasse mich so vom Schalten ablenken, dass ich alles andere verpasse. Ich muss das wirklich noch lernen, also wie gesagt, unter dem Druck, unter dem man hier steht, muss ich das noch lernen. Kurve gar nicht erinnern. Hat er die angesagt? 80 durch Senke. Links 3 über Kuppe. Senke, Kuppe. Links 5, Kuppe, Kuppe. Ah. 80 durch Senke. Ach, bin ich letzter oder was? Durch Tor. Links 4. Und Achtung, rechts 2 über Kuppe. In rechts 2. Wow. Ich krieg das Auto kaum unter Kontrolle. 80 durch Senke. Die Temperatur steigt. Links. Ja, der Kühler ist kaputt. Okay. Senke. Rechts 3 über Kuppe. 80 durch Senke. Kuppe 200. Boah, der kommt kaum die Kurve. Rechts 5. Kuppe. Kehre links. Welle 80. Hä? Irgendwie kriege ich die Kurven nicht mit. Durch Tor. Links 5. In rechts 3 über Kuppe. Nicht steigen. In links 4. In rechts 5, 60. Rechts 3, macht auf. Senke rechts 5. 80 durch Senke. Links 3, über Kuppe. Senke, Kuppe. Rechts halten, über Kuppe 80. Achtung, Kuppe links 2. 60 durch Senke. Links halten, über Kuppe. Links halten, über Kuppe. Hä? Okay. Machen wir den Gang draußen. Nicht schneiden, rechts 4, nicht schneiden, in links 3. In rechts 4, mach auf, nicht schneiden, links halten, über Kuppe. Ich bremse aus Versehen mit der Kupplung. Ziel. Mist. Okay, fahr zum Marsch. Oh Mann, ey. Naja, vielleicht wird's ja irgendwann besser.
Und du bist zu mir rausgeschossen. Der Tabellenstand gezeigt. Wir müssen von jetzt an eine bessere Leistung bringen. Mhm. Ach so. Ist doch nicht gut genug, oder was? Okay. Weiter, jetzt können wir ein bisschen Auto reparieren, was noch zu retten ist und so. Sugarloaf Gully. Short. 3,15 Kilometer, 15 Meter. Meine Güte, ey. Ich bin auch total am Schwitzen. Anstrengend. Naja. Das wird heute nichts mehr, aber ich gebe mein Bestes. So, mal gucken, was wir retten, auf was wir noch retten können. Alles oder was? Moment, können wir alles retten? Das sieht wieder aus wie neu. Cool. Ich hätte Schlimmeres erwartet. Also, alles okay. Konzentrier dich einfach auf ein gutes Rennen. Okay. Na gut, dann mache ich das mal. 5, 4, 3, 2, 1, los! Links halten über Kuppel, Kuppel, vielleicht Sprung 150, Achtung, bremst, Welle, kehre rechts. Kuppel links 5, durchsenke. Rechts halten über Kuppel. Links 5, Kuppel in Kuppel, nicht steigen, 80, durchsenke. Links 5, lang, nicht steigen, links 5. Rechts 6, lang über Kuppel, nicht steigen. Links 5. Links 5, in rechts 3 über Kuppel, nicht steigen. In links 4. In rechts 5, durch Tor 60, links 5. In rechts 4. In links 3 über Kuppel, nicht steigen. In rechts 5. Senke. Kuppe, Brücke. Runter durch Senke. Kuppe, Langsprung, Senke. Senke, Kuppe. Runter durch Senke. Kuppe, Langsprung, Senke. Links 5, rechts 6. Wow. Über Kuppe, nicht schneiden. Links 5. Es kann das sein, dass ihr die Kurve ein bisschen spät ansagt, wenn die nach so einer Geraden kommen. Links halten über Kuppe in Kuppe, Langsprung, 60. Rechts halten über Kuppe, 80. Achtung, Kuppe links, 2. 60 durch Senke. Links halten über Kuppe. Rechts 6, nicht schneiden. Links 4, mach zu, nicht schneiden. In rechts 3. In links 4, nicht schneiden. 60, rechts 3, nicht schneiden. In links 2, dann wacht auf. In offene Kehre, rechts 80. Links halten, über Kuppe. Ich glaube, es wird noch ein bisschen. Mit Übung kann das vielleicht noch was werden. Alles klar. Ja, das war ja wirklich nicht schlecht. Vielleicht ist ja doch noch Hoffnung. Oh, bremst doch. Mit einem guten Tempo beim nächsten Mal können wir die Ränge hochklettern. Das war ja fast gut. Also, oder für meine Verhältnisse war das sogar gut, wenn man überlegt, wie ich mich vorhin geschlagen habe mit dieser Schaltung. Krass. Ja, dann schauen wir mal, was in den letzten noch drin ist, ob ich das nochmal wiederholen kann. Okay, Ward's Mistake Way, Descent, 4,47 Kilometer, 50 Meter, Staubgruber Schotter. Und es wird dunkel. Oder es ist schon dunkel, vielleicht auch das. Ne, 19 Uhr. Ja, kommt drauf an, welche Jahreszeit. Das ist ja auch in Australien so eine Sache. Es scheint schon recht dunkel zu sein. Auf geht's. Das Auto ist kein schöner Anblick, aber es läuft gut. Okay. So, erster Gang. So. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links 5, rechts 5, 80 durch Senke. Links 5, lang, mach zu, nicht schneiden. In rechts 3, mittig halten, über Kuppe. Huch, bricht das auf einmal aus. Wo kommt das denn her? Achso, ich wollte gerade sequenziell schalten, Kacke. Mist. Ich frage mich, warum der sequenziell nicht schaltet. Weil ich es sonst immer bei den Unfällen gemacht habe. Rechts halten, über Kuppe. Links 4, mach zu, nicht schneiden, in rechts 3. Wow, jetzt will der schon wieder wegrutschen. 60.
In links toll, danke schön. Mist. Okay, wenn ich da ein bisschen mehr Routine reinkriege, dann kann das was werden. Dann kann das tatsächlich was werden, aber ich muss halt ein bisschen mehr Übung reinbringen. Ich bin schon wieder weg. Durch Tor 80 durch Senke. Vorsicht, Kuppel rechts 5. In links 6, 80. 80 durch Senke. Links 3 über Kuppel. Senke, Kuppel. Durch Tor, Senke. Welle, Brücke. 100 durch Senke. In Kuppel, Langsprung 80. Rechts 5, lang, nicht steigen. 8 und Kuppel, Langsprung. Rechts 5. Ich mache ständig den Fehler, dass ich außerdem auf die Kupplung trete, wenn ich bremsen will. Das ist auch so eine Sache. Weil ich sonst gewohnt bin, mit dem linken Fuß zu bremsen. Hat bestätigt, dass wir keine gute Platzierung erreichen. Ja, das dachte ich mir auch. Das war mein erster Gedanke, als ich gesehen habe, dass ich jetzt die Möglichkeit besteht, dass wir mit diesem Auto und dieser Schaltung fahren können. Aber ich muss es halt noch lernen. Es fehlt die Routine. Ich meine, in der Realität kriege ich es hin, aber da fahre ich auch keine Rennen. Und hier in der dritten Wertungsprüfung habe ich gesehen, dass es grundsätzlich möglich ist, dass ich da irgendwie was gebacken bekomme. Das heißt, ich muss einfach ein bisschen üben, was das angeht. Ob jetzt in der Aufnahme oder abseits davon, das werde ich noch sehen. Aber mit ein bisschen Übung kriege ich das irgendwann hin. Gut, aber erstmal ging es mir ja darum, die Rallyes einfach erstmal abzuschließen und gute Platzierungen holen wir dann bei dem nächsten Durchgang. So, war so mein Gedanke dabei. Gut. Ja, toll. Ja. Ja, das war nichts. Das war klar. Aber wir machen Plus. Ich weiß immer noch nicht, was dieses furchtlose Fahren ist. Aber naja. Team freigeschaltet Aibach Racing. Aha. Können wir wahrscheinlich jetzt neue Live-Fahrzeuge fahren. Okay, gut. Damit wären wir, glaube ich, erstmal durch, ne? Ah, hier haben wir noch Nachrichten bekommen. Schauen wir die auch noch an. So, ich wollte dich informieren, dass Aibach Racing dir eine Einladung für ein gemeinsames Rennen geschickt hat. Das wäre eine gute Gelegenheit, ein bisschen extra Kapital zu verdienen. Kurze Erinnerung, der Vertrag von Xtreme RX läuft bald aus. Okay. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Also, wie gesagt, was das Schalten mit dem Knüppel angeht, übe ich noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob mit oder ohne Aufnahme. Mal schauen. Aber es könnte was werden mit ein bisschen Übung. Und ja, ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bum, 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 bum. Danke fürs Ertragen bum, bum, des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut?
fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise.